von meiner lieben Susanne, mein lieber Christian. Das ist das Schöne bei Hochzeiten. Nicht nur, dass der Reis aus den Haaren rieselt, den ihr dann morgen noch wieder finden werdet an allen möglichen Stellen, sondern das Schöne an Hochzeiten und an Hochzeitstagen ist ja vor allen Dingen, dass man immer mit irgendwelchen Dingen konfrontiert wird, vor allen Dingen mit Überraschungen, mit denen man in keinster Weise auch nur annähernd gerechnet hat. Ich freue mich außerordentlich, Sie heute hier alle begrüßen zu dürfen, denn das ist ein Schritt, mit dem so manch einer eventuell nicht gerechnet hat von den beiden. Und das ist vielleicht auch ein Schritt, wo so manch einer von Ihnen gedacht hat, dann wird denn das überhaupt noch mal irgendwann einmal? Aber sie haben sich doch entschieden, auch wenn es 2 Jahrzehnte letztendlich gedauert hat. Und damit möchte ich Sie heute hier und jetzt alle recht herzlich begrüßen zu dieser wunderschönen Outdoor-Hochzeit von Aline und Christian. Ich möchte natürlich auch eure Eltern recht herzlich begrüßen und eure beiden Trauzeuginnen, Janette und Ulrike. So eine Ehe einzugehen, das bedarf oftmals guter Überlegung. Möchte ich das? Wollen wir das? Ist es der richtige Schritt für uns in das gemeinsame Leben? Und oftmals denkt man, tun wir das eventuell eigentlich nur für das Papier? Nein, das tun wir nicht, das tut ihr nicht, sondern ihr tut das für euch beide. Denn ihr beide spürt es ganz tief in eurem Herzen, dass ihr eure Liebe, die ihr füreinander spürt, mit dieser Hochzeit. Also wie ich das eingehend schon gesagt habe, dass wenn zwei Menschen sich dazu entschieden haben, die Ehe einzugehen, dass es dazu eine sehr innige und sehr tiefe Beziehung, eine Liebe gibt. Und so wie wir das eben gerade auch schon mit der einen Geschichte über die Liebe gehört haben, hat natürlich auch jeder Mensch auf dieser Welt und jedes Paar auf dieser Welt, was sich gefunden hat und entschlossen hat zu heiraten, ja auch eine Geschichte. Jeder Mensch geht seinen Weg und irgendwann kreuzt sich dieser Weg, wobei ich eigentlich nicht gerne sage, dass sich der Weg kreuzt, weil man läuft ja aneinander vorbei, sondern eigentlich hier im Y-Lauf, man stößt aufeinander zu und findet sich dann und hat dann auch eine Geschichte. Ihr wollt nun eure Entscheidung vor all euren Familien und euren Freunden vollenden. Und deshalb darf ich euch nun fragen, wollt ihr eure Ehe in dem gehörten Sinne führen? Wollt ihr immer füreinander da sein? Euch gegenseitig stützen und immer zueinander? Ja, ich will. Ja, ich will. Ja, ich will.